Andererseits herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Bei meinen diversen Gesprächen in den letzten Wochen und Monaten ist mir aufgefallen, dass hier in Hettesheim doch einiges im Argen liegt, wenn es um die Informationen geht. Von daher werde ich mich heute ein wenig auf darauf beschränken, was definitiv geplant ist und nicht, was vielleicht irgendjemand Ihnen schon erzählt hat. Das, was Sie an der Wand sehen, ist der geplante Bebauungsplan, der noch nicht verabschiedet wurde, der auf dem Flächennutzungsplan beruht, der 1987 erstellt wurde für dieses Gebiet. Die Angaben in dem B-Plan entsprechen exakt dem, was in den benachbarten Gebieten inzwischen verbaut wurde. Es gibt dort keine Ausnahmen, die hier aufgenommen wurden. Es ist ein Logistikgrundstück. Wir haben ca. 200.000 Quadratmeter zur Verfügung. Davon werden 100.000 Quadratmeter bebaut. Davon sind definitiv 40% mit maximal 18 Meter Höhe zu bebauen, sofern diese Option überhaupt von der Firma Pfennig in Anspruch genommen wird. Das ist absolut noch nicht klar. Die restlichen Flächen werden 12,50 Meter hoch und wir werden das gesamte Gelände mit 40.000 Quadratmeter Grünfläche versehen. Das ist im B-Plan sofort vorgesehen und festgesetzt. Das ist eine durchaus realistische Größenordnung, die bei öffentlichen Gebäuden, in dieser öffentlichen Flächen in dieser Größenordnung auch üblich ist. 35.000 Quadratmeter werden zusätzlich von der Firma Pfennig angekauft, von der Gemeinde angekauft und von der Firma Pfennig bepflanzt werden müssen, sodass wir insgesamt 75.000 Quadratmeter Grünfläche anlegen, und zwar sehr intensiv. Dort werden ca. 800 Bäume gepflanzt und ca. 8.000 Bodendecker und Sträucher gepflanzt werden müssen, um den B-Plan zu erfüllen. Das ist eine sehr intensive Grünfläche, die dann entsteht. Auf Anregung der FDP haben wir uns in Bezug auf die Gestaltung der Hallen noch einige Gedanken gemacht und sind auch zu dem Entschluss gekommen, die 50 Meter breite Grünfläche im Norden des Objektes ca. 3 Meter bis 3,50 Meter hoch anzuböschen. Das passiert mit dem Boden, der dort vorhanden ist. Der Mutterboden muss ja abgeschoben werden. Wir vertiefen auch die Produktionsebene dort, wo die LKWs be- und entladen werden, um 1,30 Meter. Es fällt also reichlich Boden an, der dort wieder eingebracht werden kann. Diese Böschung wird ebenfalls bepflanzt und fällt dann zum Gebäude hin. Ja. Die Zufahrten für die LKWs sind ausschließlich vom Brunnenweg aus geplant. Auch die Abfahrten, es wird also keine Zu- oder Abfahrt über die Benzstraße geben. Die Parkplätze. Moment. Die PKWs fahren über die Benzstraße in das geplante Parkhaus, das etwa 300 bis 400 Parkplätze beinhaltet. Auf dem Gelände selbst sind 40 Stellplätze für LKWs jetzt schon eingeplant und auch auf dem Plan erkennbar. Also die Firma Pfennig sorgt dafür, dass die eigenen LKWs auch auf dem Gelände verbleiben. Unabhängig von den Plätzen vor den Dockingstationen. Was hier im Gespräch und in vielen Diskussionen, glaube ich, nicht so recht zur Geltung gekommen ist, dass wir auch in unserem Pflichtenheft von der Firma Pfennig als Architekten die Ökologie nicht übersehen haben, sondern dass wir durchaus da einen hohen Anspruch umsetzen wollen. So wird das gesamte Regenwasser, das auf der Halle und auf dem Gelände entsteht, in den Grünflächen versickert. Es gibt keinen Regenwasseranschluss für dieses Gebäude und für die Pflasterflächen. Weiterhin ist eine der größten Photovoltaikanlagen mit ca. 40.000 Quadratmeter für die Hallenflächen geplant. Die Wärmedämmung der Hallen wird um 40% über der gültigen Wärmeschutzverordnung eingebaut. Wir verwenden keine Schaumstoffe. Die Dachabdichtung ist weichmacherfrei und nicht aus PVC.
Die Kühlung der Büroflächen erfolgt über Betonkernkühlung, die mit einer Luftwärmepumpe Rückgewinnungsanlage funktioniert. Wir werden keine Klimaanlagen einsetzen müssen. In der Halle ist die Konstruktion zum größten Teil aus Holz geplant. Auch die Außenwände sind durchaus mit Holz verkleidet. Sie können das im Vergleich mit dem Gebäude einfach in Alnatura sehen. Wichtig ist uns, dass während des gesamten Produktionsprozesses in den Hallen eine größtmögliche Tageslichtausnutzung stattfindet, sodass der Stromverbrauch möglichst gering gehalten wird. Von daher sind überdimensionierte Dachlichtbänder vorgesehen, sowie auch große Fensterflächen. Die Beheizung der Hallen erfolgt mit Deckenstrahlungsplatten, die etwa 30% Energie einsparen gegenüber den normalen Heizkörpern, die man üblicherweise in solchen Hallen findet. Der Schallschutz, den wir zwangsläufig durch die innenliegende Entladezone herbeiführen, wird noch durch Loadhouses verstärkt, die vor den Halleneingängen für die Lkw-Entladung platziert sind. Dieses Bild kennen Sie. Es ist die Ansicht von der Kastanienstraße. Ist das richtig? Kastanienstraße. Wir haben dort schon nicht die neue Fassade, nein. Aber im Grunde genommen können Sie erkennen, wie sich das Gebäude ins Gelände einfügt und keineswegs höher oder größer ist als die bestehenden Edeka-Gebäude. Dazu jetzt das Bild. Das ist eine Animation, die ich finde sehr gut zeigt und besser zeigt als die Fotos, die ich mittlerweile gesehen habe in der Presse, wo 32 bis 40 Meter hohe Gebäude dargestellt wurden, warum auch immer. Das sind definitiv die 12,50 Meter Hallenfläche, Hallenhöhe, die wir planen einzubauen. Die Fassade in Holz können Sie deutlich erkennen. Das ist eine realistische, exakte Zeitaufnahme der jetzigen Planung. So, kommen wir nochmal zum Brandschutz, der ja hier auch ein großes Thema war bei den Diskussionen. Die Hallenaufteilung, das haben Sie im vorherigen Plan gesehen, wird mit 4.500 Quadratmeter begrenzt. Diese Begrenzung hat durchaus Sinn. Wir haben natürlich von vornherein entsprechende Brandschutzmaßnahmen vorgesehen. Wir haben eine Brandmeldeanlage, wir haben Rauchklappen und unsere Trennwände in den Hallen, die 4.500 Quadratmeter abtrennen, sind natürlich aus Beton und gehen über das Dach hinaus und sind sogenannte Brandwände. Eine Sprinkleranlage ist für alle Hallen vorgesehen und bei Bedarf einsetzbar. Wir haben eine Löschwasserrückhaltung, die möglicherweise zur Forderung werden könnte, und wir dichten den Boden gegen Havarieschäden, zum Beispiel wenn ein Gabelstapler irgendein Fass zerstören sollte, dichten wir den Boden entsprechend ab, sodass wir dort einen wasserundurchlässigen Boden nach Wassergefährdungsklasse errichten werden. Diese Forderungen werden unterstützt oder werden gestellt bei uns in Deutschland mit 12.000 Gesetzen und Vorschriften, die klipp und klar sagen, wie sowas zu bauen ist. Diese Vorschriften werden auch überprüft. Anhand einer Baugenehmigung und eines Bauantrages wird sehr deutlich gemacht, was bei bestimmten Lagerungen zu tun ist und was wir selbstverständlich zu erfüllen haben. Das wird auch überprüft. Der TÜV kommt jährlich, die Versicherung kommt jährlich, das Amt für Arbeitsschutz kommt jährlich oder häufiger. Und eine einfache Nutzungsänderung ist nicht möglich. Sie können nicht heute dies und morgen das in den Hallen lagern, sondern Sie müssen dann entsprechende Anträge stellen, damit diese Funktionen auch gewährleistet sind. Als Beispiel darf ich Ihnen noch ein kleines Projekt von einem Projekt erzählen, das wir gerade in Hannover bauen. Und zwar 4.500 Quadratmeter mit 11.000 Produkten. Und dort werden 11.000 Produkte für Friseurläden gelagert. Und das fällt unter Gefährdungsklassen, das fällt unter Gefahr.